So, da sind wir auch schon. Worum geht's eigentlich in Soma? Man hat. Also, wir sind auf jeden Fall jemand, der einen Autounfall hatte und haben üble Kopfschmerzen. Nenne ich das einfach mal so formuliert. Und mit dem Gehirn stimmt irgendwas nicht. Und er hat. Ja, soweit wie ich das mitbekommen hatte, seine Frau verloren mit dem Autounfall und hat einen Doktor gefunden, die sich wohl mit der Materie auskennen, mit Gehirn und sowas alles. Und er hat irgendwie eine Flüssigkeit getrunken und sollte halt da zu dem Doktor hin, um halt das Gehirn halt testen zu lassen und was er so alles hat. Ja, und sollte sich auf einen Stuhl setzen, um halt Fotos zu machen von seinem Kopf, von seinem Gehirn. Das Experiment ist am Anfang ein bisschen schief gelaufen. Und ja, und somit wachen wir ganz woanders auf. Aber worum es da genau dann geht, weiß ich selber noch nicht. So, dann haben wir wieder ein Buch zum Lesen. Nein. So. Also ich werde nicht alles vorlesen. Ich werde ein paar Sachen... Oh, lecker. Sehr konische Blutwurst. Boah, lecker. So, da liegt noch Lebensenergie. Hatten wir eigentlich jetzt am Anfang das blaue Elixier eingesammelt? So, Fütterungsprotokoll. Vierter Tag. Monat des Windens. Gemischte menschliche Überreste. Großer Appetit. 10 Tage. Monat des Winters. Des Windes. Ein Snack thyrianischer Erbsen. Angestoßen, verrottet. Ratten zeigen kein Interesse. 11. Tag. Monat des Windes. Eine Büchse eingelegtes Wildfleisch verzehrt. 13. Tag. Monat des Windes. Menschliche Körper konnten noch immer Körperteile erkennen. 17. Tag. Monat des Windes. Keine Fütterung. Gesteigerte Aggressivität, vereinzelt Kannibalismus. 20. Tag, Monat des Windes, Vorfall mit letzten Dienstmädchen. Werde Fütterung bis zum 1. Tag des Monats der Dunkelheit aussetzen. Mhm. Okay, sind wir wieder in der Küche? Okay, dann kennen wir also die Räumlichkeiten schon mal ein wenig. So. Hier waren wir drin gewesen, ne? Ja, genau. Schönen guten Abend, Gutox, und willkommen zur Let's Play Live Show. Hier kommen wir wieder raus, ne? Genau. Da möchte ich aber noch nicht hin. Ich möchte mich noch ein wenig hier umsehen. So. Wir haben immer noch keinen getötet. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich ein wenig meine Magie einsetzen, um durch die Wände zu gucken. Welcher dreckige Abschaum? Was denn? Wer, wo, was? Oben scheint aber nur die Putzfrau und die Wache zu sein. Muss noch mal gucken, ob die gleich wieder runterkommt. Kommt er jetzt runter? Er bleibt immer noch oben. Wie er sich an den Sack packt, ey, das glaube ich ja wohl nicht. Achso, der redet mit den Ratten, okay. So, da liegen jetzt beide und schlafen, das ist schon mal sehr schön. Die werde ich aber beide in eine Ecke legen. Sicher ist sicher. Was passiert, wenn du jemanden killst? Es gibt bei Dishonored gibt's verschiedene Enden. Und je nachdem, wie du das Spiel durchspielst... Na, das wollte ich gar nicht. Je nachdem, wie du das Spiel durchspielst, gibt's halt ein böses Ende und ein gutes Ende. Und wenn du halt viel killst, also viel tötest, gibt's halt ein sehr böses Ende. Und wenn du halt so gut es geht niemanden tötest, gibt's ein gutes Ende. Und das würde ich gerne mal austesten. So ein bisschen wie, ein klein wenig wie Until Dawn, nur nicht so ganz ausgereift. Aber auch so. Ja, so, Reinigungsanweisung. Verehrte Mrs. Benton, wenn Sie mein Arbeitszimmer reinigen, würde ich Sie darum bitten, Ihre Arbeiten strikt auf den Fußboden zu beschränken. Vermeiden Sie unbedingt, mein Bücherregal zu säubern oder zu ordnen. Am besten, Sie lassen es einfach links liegen. Ansonsten müsste ich die, Modalitäten Ihres Beschäftigungsverhältnis überdenken. Beste Grüße, Dr. Galvani. PS. Da ich ein paar Tage außerhalb der Stadt zu tun habe, habe ich Ihre Bezahlung für die kommende Woche gleich
dazugelegt. Die Bank hatte bereits geschlossen, so ist es leider nur die Hälfte. Sie bekommen nächste Woche selbstverständlich den Rest. Jetzt muss ich mal ein klein wenig hier meine Tür schließen, es wird nämlich so langsam kalt. Streamst du beide Enden? Ich werde es versuchen natürlich, beide Enden zu streamen, selbstverständlich. Was haben wir denn da liegen? Was ist das denn? Oh, die muss ich mitnehmen. So, Sprengminen. Eine Sprengmine haftet auf allen Oberflächen, indem du zunächst zielst und dann L2 drückst. Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich nähert und schleudert eine Wolke von Schrapnellen vor sich. Werde ich aber nicht. Ich freue mich voll, schon wieder auf 22 Uhr, ich auch. Die werde ich aber nicht nutzen, die Mine, weil ich ja niemanden töten möchte. Wie ihr wisst. So, willkommen zur Let's Play Live, schon alle neuen Zuschauer, auch auf dich, an dich auf YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge. Na, aufnehmen. Da war wieder ein Mana-Elixier, was wir aufgesammelt haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ein rotes Badezimmer. Scheint niemand drin zu sein. Ich schaue aber trotzdem nochmal erstmal auf die andere Seite. Was hier drin ist, bevor wir jetzt in das Badezimmer stiefeln. Wir haben ja den Schlüssel der Putzfrau. Das heißt, wir können hier die ganzen Türen öffnen. Dr. Galvanis Labor. Jawohl. So, können wir da was lesen. So, Galvani, die letzte Lieferung sollte innerhalb einer Woche eintreffen. Mit allen Komponenten, die Sie benötigen. Seien Sie mit dem weißen Phosphor vorsichtig. Nicht, dass der Ihnen wieder den Arm... Nicht, dass der Ihnen wieder den armen Gerben am Stadtrand des Gesicht verätzt. Entschuldigen Sie, dass Sie im Verborgenen wirken müssen. Im Visierzierer sollte gefreiter werden. Was? Gefeiter werden. Verzehrt werden. Ratten sollten auf den Marktplatz aufgeschnitten werden. Mit einer Herrscher eifriger Studenten, die sich Notizen machen. Nicht in einem kleinen, dreckigen Geheimzimmer, das hinter einer Bücherwand verborgen ist. Wie auch immer, zum Glück haben sie einen alten Freund, der die Akademie nie verlassen hat. Lassen Sie es mich wissen. Hallo Lizzie, willkommen zur Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Aber denken Sie daran, dass es einen Monat dauern könnte, bevor ich eine neue Lieferung zusammenstellen kann. Ihr Freund im Wissen Artemis Moore, Beschaffungsangestellter und Versorgungsexperte, Akademie der Naturphilosophie Südflügel, PS. Wenn Sie nächste Woche mal in der Gegend sind, kommen Sie doch für einen Nachmittag vorbei. Weil wir so wenig Besucher haben, hatten wir bislang wenig Probleme mit der Seuche. Und wir haben eine beeindruckende Sammlung thyrianischer Brandys. So. Hier wird also geforscht an der Seuche. Ich bin ganz schön mutig, dass ich hier einfach mal nicht geduckt langlaufe. Aha. Kann es sein, dass das... Ah, ich wusste es doch. Die hatten ja was gesagt vom Bücherregal. Wir haben aber bisher immer noch nicht den Zahlencode gefunden, ne? Oh Gott, das werde ich aber jetzt nicht alles durchlesen, wie gesagt. Ich lese immer nur so zwischendurch mal ein paar Sachen vor. Wer sich das auf YouTube durchlesen möchte, einfach pausieren und selber dann durchlesen. Wie gesagt, ein paar Sachen lese ich vor, aber nicht alles, weil das wäre echt zu viel. Da liegt Geld drin. Es war zwar ein bisschen laut, aber ich glaube, hier ist sonst niemand mehr. Auch hier wieder sei gesagt, auf YouTube pausieren und selber lesen. Die Seuche. So. Dann geht's auch schon direkt weiter. Jetzt möchte ich doch gerne erstmal das Bücherregal ausprobieren. Was haben wir hier? Mein Brot. Das können wir essen, aber wir haben genug Energie. Genug Energie. Cool.
Fällt ja überhaupt nicht auf, dass an dem Bücherregal Räder dran sind. Aber egal. Dr. Galvanis Geheimzimmer. Nehmen Rattengeweide haben wir jetzt aufgenommen. So, da haben wir noch genug Münzen, die wir einsammeln. Ein wenig Elixier. Mana-Elixier. Oh, guck mal, Schmetterlinge. Wie schön. Und ein Buch. So, was haben wir denn hier? Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Gekürztes Gespräch, Anhang eines formellen Berichts. Eingereicht von Gruppe 17a der Stadtwerke. Ich wurde gebeten, von dem Problem zu erzählen. Also, los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kisten und Netzen vollgestopft ist. Es reicht da unten auch noch wie es riecht da unten auch noch wie Hexenfischgeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von den Schnöseln in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe nie eine von denen hier unten reinkommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen oder der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten. Und zwar sind die Flusskriecher daran schuld. Haben sich in die Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Er oder wir. So, ein New Follower. Vielen lieben Dank, Lizzie, für den Follower. Dankeschön. So. Und, ja. Ich bin... Jetzt warte mal, wir haben... Ach genau, wir wollten ja mal in das Badezimmer rein, ne? Das habe ich nicht vergessen, das Badezimmer. Die schlafen alle noch sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die jemals aufwachen auch. Das weiß ich gar nicht. Rosamunde. Lalala, lalala, lalala. So. Fisch! Fisch! Oh. Aber hier gibt's nichts Besonderes drin zu entdecken, oder? Nö. Ich dachte, wir kriegen hier noch irgendwas. Gut, dann sind wir wieder hier. Dann gehen wir jetzt mal hier drüben schauen, was hier war. Ein weiterer Raum. Scheint aber sauber zu sein. Also keiner, der da irgendwie wartet auf uns. Ach, das ist nur so ein kleiner Raum. Okay. So, ein Bild an der Wand. Eine kleine Kloschüssel. Und ein Buch. Das Lied des Leviathans. Ja, könnt ihr selbst durchlesen auf YouTube. Wie gesagt, kurz pausieren. Und dann einfach durchlesen. So. Weil sonst sind wir hier, ich glaube, bei Dishonored nur am Lesen. So, jetzt haben wir soweit eigentlich. Ging es weiter noch nach oben? Nein, ne? Wir waren unten gewesen, wir waren oben gewesen. Jetzt frage ich mich gerade, wo geht's denn hier hin? Wir schauen einfach mal. Ach, da geht's wieder zum Boulevard nach draußen, ne? Bleiben wir nochmal im Labor drin. Nein. Verdammt. Ich renne mal kurz. So. Wie war das nochmal unsere Missionsaufgabe? So. Hauptaufgaben. Neutralisieren Sie Oberaufseher Campbell. Überwinden Sie die zweite Lichtwand. Nutzen Sie Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. So, optional. Verschollen Hauptmann Kernoff. Sorgen Sie dafür, dass Hauptmann Kernoff seinen Besuch im Büro des Oberaufsehers überlebt. Das heißt also, der müsste beim Campbell auch direkt sein, die Nebenquest. Dann werden wir... Ich gehe mal oben raus, mal gucken, wo wir da hinkommen.
Flexi muss mal, wenn du durch bist mit Dishonored, erstmal so spielen, dass du alle niedermetzelst, um das Ende, das andere Ende zu erfahren. Ja, auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, eventuell will ich das ja im Stream dann machen. Was, kannst du mal höflicher? So, gehen wir mal raus. Es kommt wahrscheinlich ein Ladebildschirm, jawohl. So, Prost zusammen. So. Ja. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Wir sind ja auf den Balkon reingegangen, falls ihr euch noch entsinnen könnt, in das Gebäude. Und wir müssen ja jetzt normalerweise wieder raus aus der Straße. Wir hatten eine Lichtwand hatten wir schon überwunden gehabt. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir so, dass wir die zweite Lichtwand auch überwinden und dass wir noch den, wie ist der jetzt? Campbell? Ne, Campbell müssen wir ja töten. Oder beziehungsweise schlafen legen. Okay, ist das, ach ne, ist noch höher. Da sind, unten sind wir reingegangen und wir sind jetzt hier oben. Was sind das für komische Geräusche? Verdammt. Okay, aber das bringt uns irgendwie nichts hier oben. Also ich wüsste nicht. Wir haben ja noch den Teleport, ne? Da könnte sein, dass da die zweite Lichtwand ist, oder? Ja, da hinten ist sie. Und wir sollen auch die Gassen benutzen. Jetzt frage ich mich gerade, wie kommen wir... Ich probiere mal eben was. Moment. Ach, Teleport haben wir schon. Uah, ich sehe nichts. So, dann sind wir schon mal unten wieder. Können wir... Da unten können wir durchgehen, ne? Ich teleportiere mich mal da unten hin. Ach, seht ihr, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben ja die Möglichkeit, mit unserem Herz herauszufinden, wo Runen sind und Knochendings. Da haben wir schon ein Knochenartefakt liegen lassen. Die sind ja wichtig, um unseren Charakter zu verbessern. Das möchte ich ja auch machen. Das heißt, wir müssen ja erstmal wieder zurück. Verdammt. Ich will da wieder rauf. Nein. Mist, jetzt komme ich dann nicht mehr rauf, oder was? Shit. Und hier ist die Lichtwand, da kommen wir eh nicht hin. Ist ganz schön gefährlich, was ich hier gerade tue. So über die Straße zu laufen. Aber ich möchte ja gerne da wieder hin. Na, nein. Da. Dahin. Dann hier drauf. Und dann da drauf. So. Und so wie das aussieht, ist das Knochenartefakt. Natürlich. Natürlich ist das Knochenartefakt auf der Brücke. War das nicht gerade noch ein paar Meter nur entfernt? Na, verdammt. Mist. So, dann gehen wir mal. Ah ja. Sehr interessant. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir da ungesehen hinkommen. Ich frage mich nur wie. Vielleicht kommen wir über das Wasser dahin. Ist hier unten jemand? Das ist ganz schön gefährlich. Und so viel Mana haben wir jetzt auch nicht mehr. Da müssen wir gleich drauf achten. Da unten liegt noch was. Ich werde hier mal reinschleichen. So, hier liegt auch noch... Ach, guck mal an! Ein Kabelwerkzeug. Deaktivieren Sie Sicherheitsvorrichtung oder manipulieren Sie... manipulieren so, dass Sie dir nichts mehr anhaben können, indem so die mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird... Das Kabelwerkzeug verbraucht. Manipuliere Lichtwände, Blitzpfeiler und Wachtürme. Wirken gegen deine Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind. Klingt zwar nett, aber dadurch werden wir ja die Gegner grillen und dadurch sterben die ja. Das will ich ja nicht. Denn ich möchte doch gerne alles
ohne die Tode schaffen. So, Unteroffizier Hayburn. Alle Bauteile der Lichtern wurden zu ihrer Station gebracht und ich erwarte, dass die Anlage noch vor Mitternacht ihren Dienst tut. Ihnen stehen außerdem noch einige Walöltanks zur Verfügung, falls Sie welche benötigen. Des Weiteren ist mir zu Ohren gekommen, dass einige Wachmänner nach wie vor der pubertären Beschäftigung Entschuldigung, des sogenannten Rattenverbrennens nachgehen. Denken Sie daran, Walöl ist teuer. Behalten Sie Ihre Männer im Griff. Hauptmann Kernhoff. So, dann werden wir mal schauen, dass wir hier... Da steht einer. Der wird uns aber nicht sehen. Kommen wir denn hier wieder... Hier lief doch auch einer, ne, oder? Verdammt. So ein Mist, aber auch, wir müssen auf die andere Seite. Ich würde jetzt gerne übers Wasser versuchen, dahin zu kommen. Das war kein Alarm, ne, oder? Nein. Aber wir können hier quasi die Lichtwand aussetzen. Wir können die Lichtwand ausschalten. Wow. So. Den legen wir hier mal schlafen. Hä, wo ist er? Nein. Aufpassen, dass hier keiner ist. Verdammt. Dann legen wir den hier schlafen. Da findet den wahrscheinlich erstmal keiner. So. Schlafen legen ist immer gut. Achtung, Mitglieder der Wache. Dieser Bezirk wird ab sofort zum stark infizierten Gebiet erklärt. Die Bewohner müssen sofort zu benachbarten Bezirken oder zur sofortigen Deportation in den überschwemmten Bezirk geleitet werden. Mhm. Bleiben Sie auf Ihren Posten, mit Spezialisten, die infizierten Körper entfernt haben. Aha, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schlauer. Ach, da hinten liefen ja die einen, die wir ausgetrickst hatten. So, machen wir hier mal eine Folgenpause für YouTube und dann sehen wir uns gleich wieder.